Hallo liebe Aktienfreunde, 20% Dividendenrendite, alles muss raus. Wir haben jetzt Börsenschlussverkauf. Gestern gingen die Aktienkurse zweimal hoch. Das war der dritte Tag im Rahmen dieses Börsencrashs, an dem die Aktien mal kurz wieder so einen Rebound gemacht haben. Wahrscheinlich durch diesen 2 Milliarden, durch dieses 2 Milliarden Hilfspaket motiviert in den USA. Vielleicht auch durch Trumps Aussage, dass man die Wirtschaft nicht ja, abwürgen dürfte. Wir müssen ja einen Spagat gehen zwischen dem Schutz der Gesundheit und dem Schutz der Wirtschaft. Ich denke, wo der Trump steht, das wissen wir wahrscheinlich alle. Und jetzt hat er es nochmal gesagt und das findet die Wirtschaft wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, beziehungsweise die Börsenkurse haben sich jedenfalls drüber gefreut. Wie das jetzt weitergehen wird, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber obwohl die Aktien gestern gestiegen sind, haben wir immer noch exorbitant hohe Dividendenrenditen. Und was wir in diesem Video machen, ist, wir gucken uns jetzt mal die Aktien mit den außergewöhnlich hohen Dividendenrenditen an. Die Aktien, die 20% Dividendenrendite jedenfalls auf dem Papier haben und schauen mal, ob sich da das ein oder andere Schnäppchen machen lässt, beziehungsweise wie man da reingehen könnte. Am Ende des Videos stelle ich euch mal die aus meiner Sicht naheliegende Strategie vor, was man da machen könnte oder wie man da einsteigen könnte. Ist natürlich hohes Risiko, hohe Chance. Ich glaube, das ist uns klar. Also hier geht es um Turnaround-Aktien. Ich habe euch in einem vorherigen Video ja dargestellt, was für Aktienkategorien es gibt, in die wir jetzt investieren könnten. Hier geht es um die Turnarounds, um die heißen Eisen, denn Spaß muss sein. Vor allem, wenn wir zu Hause bleiben müssen die ganze Zeit, um unsere Nachbarn und Mitmenschen zu schützen, dann können wir uns ja wenigstens hier über das Internet und über die Börse ein bisschen amüsieren. Ein bisschen gamblen. Normalerweise geht es ja ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Aber wie gesagt, Spaß muss sein. Und dann können wir auch noch die Internetleitung ein bisschen entlasten mit Netflix. Obwohl gut, ob YouTube viel besser ist, das weiß ich nicht. Kannst ja die Auflösung runterstellen. Dann hast du auch noch ein gutes Gewissen beim YouTube-Video schauen. Ja, da würde ich mal sagen, es geht los. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Siehst du gleich in Action, wenn wir hier die Königsspalte des Videos Dividendenrendite absteigend sortieren werden. Und dann gehen wir mal so die Aktien durch, bilden mal so kleine Kategorien. Ich zeige euch die Fälle der Aktien, die eine hohe Dividendenrendite haben. Die einen Fälle sind für uns interessant, die anderen Fälle sind für uns überhaupt nicht interessant. Ja, los geht's gleich. Die Spannung steigt. So, wir haben jetzt hier also die Dividendenrendite. Das ist immer die Dividendenrendite basierend, also rückblickend. Das heißt, wir aggregieren oder summieren die Dividenden der letzten 12 Monate, was es so gab. Du weißt ja, in den USA gibt es mehrere Dividendenzahlungen im Jahr beispielsweise. Und dann teilen wir das durch den aktuellen Kurs, das heißt die Dividendenrendite. Man könnte das Ganze natürlich auch also vorwärtsblickend machen, die Vorwärtsdividende. Aber das ist dann eine Schätzung. Da liegen wir natürlich in X% der Fälle falsch. Wir haben natürlich trotzdem die Schätzungen, können wir dann auch nochmal gleich explizit drauf eingehen. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir mal an mit 71,5% Dividendenrendite. Wer bietet mehr? Im Aktienfinder jedenfalls niemand. Deshalb hier Norton LifeLock. Und da haben wir gleich den ersten Sonderfall, nämlich eine Sonderdividende. Das sehen wir hier. Ich habe schon mehrere Mails bekommen mit Norton LifeLock, 71% Dividendenrendite. Das sei ein Datenfehler. Es ist kein Datenfehler. Im Aktienfinder werden Sonderdividenden berücksichtigt. Das machen andere Finanzseiten nicht. Die zeigen die nicht mal an. Und deshalb ist bei denen dann die Dividendenrendite natürlich sehr viel niedriger. Ich könnte jetzt natürlich auch die Sonderdividende rauslassen, wenn es um die Berechnung der Dividendenrendite geht. Dann wäre das wieder bei anderen Aktien aber verkehrt, wie bei Aurelius beispielsweise, wo die Sonderdividende Programm ist, wo dann die ganze Community im Prinzip sagt, tolle Dividendenrenditen und es wird immer implizit die Sonderdividende mitgezählt. Ich zeige euch das mal. Also Aurelius hier. Und dann könnt ihr jetzt gleich sehen, dass es da hier eine üppige Sonderdividende gibt, gab schon die letzten 4 Jahre, 4,5 Jahre, ja, 4 Jahre. Und hier, wenn man die rauslassen würde, dann wäre es genau umgekehrt, dann würden sich alle beschweren, dass die Dividendenrendite zu niedrig angezeigt wird. Also muss man eben einen Tod sterben. Es ist ja hier alles transparent. Die Sonderdividenden werden ja transparent ausgewiesen. So, wo sind wir stehen geblieben? Bei Norton LifeLock ist also eine eigene Geschichte hier für uns nicht so wirklich interessant, weil wir hier eine einmalige hohe Dividende haben. Das gleiche bei Bed and Home. Auch hier ist es eine Sonderdividende, die angeblich laut Prognosen dann keinen Bestand haben soll.
Dann kommen wir aber mal zu Tupperware, und das ist eine neue Kategorie. Das ist die Kategorie der Aktien, deren Geschäftsmodell, der Unternehmen, deren Geschäftsmodell offensichtlich nicht mehr so ganz funktioniert. Das sieht man anhand des Umsatzes. Der sinkt nämlich seit dem Jahr 2014, ist der rückläufig. Entsprechend brechen auch die Gewinne und Cashflows ein. Und die Dividenden wurden auch schon gekürzt. Und das sind Unternehmen, die haben jetzt im Prinzip, sage ich jetzt mal, auch nichts. Also das sind keine Unternehmen, die wir suchen. Wir suchen jetzt, ich jedenfalls suche für euch, Unternehmen, die stark gelitten haben unter der Corona-Krise und deren Kurs deshalb eingebrochen ist. Aber der Kurs beispielsweise von Tupperware, der ist ja schon die ganze Zeit rückläufig. Natürlich leidet auch dieses Unternehmen unter der Corona-Krise, weil das ist schlecht für die Tupper-Partys, nehme ich mal an. Ich bin da jetzt kein Experte, ich war noch auf keiner Tupper-Party, aber ich stelle mir vor, wenn es ein Versammlungsverbot gibt, dann ist es eben tendenziell schlecht für so Tupper-Partys. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, siehst du hier, dauert schon viel länger an. Dividende ist auch schon stark gekürzt worden. Soll interessanterweise wieder anziehen und auch der Gewinn soll wieder anziehen. Also in diesem Sinne wäre es auch ein Turnaround-Kandidat. Ist extrem mit Vorsicht zu genießen. Das weiß ich. Ich weise im Prinzip in allen Videos mittlerweile darauf hin, dass ihr vorsichtig sein müsst mit den Schätzungen. Also das soll ja jetzt dann die Gewinn pro Aktie wieder anziehen auf 2,6, 2,18. Dann komischerweise wieder rückläufig auf 2,8. Ich zeige euch mal hier, dass es wirklich die Daten sind. Also wir sind hier in der Workstation von einem meiner Datenprovider, also von FactSet. Und das ist Tupperware. Und dann siehst du hier die Earnings per Share 2,6 für 2020, für 2021, 2,18 und dann wieder 2,8. Also genau die gleichen Daten wie im Aktienfinder. Ist ja mein Datenlieferant in dem Fall. Und dann siehst du hier, die Nummer der Analysten sind 3. Also das ist keine Aktie mehr, die sehr stark gecovert wird. Ist ja auch nur noch eine Marktkapitalisierung von 73 Millionen Euro, von 73 Millionen Euro da, nicht US-Dollar. Ja, früher waren es mehr Analysten, die das gecovert haben, habe ich gesehen. Aber ja, es geht halt bergab. Ist also im Prinzip aus meiner Sicht keine Corona-Turnaround-Aktie, sondern einfach nur eine Problemaktie. Gehen wir zur nächsten Aktie. Das wäre, den Namen soll ich jetzt lieber buchstabieren, bevor ich ihn falsch ausspreche. Ich probiere es trotzdem. Maserich? Okay, Maserich. Also eine Ölaktie. Nein, Quatsch, das ist ein REIT. Ein REIT im stationären Einzelhandel. Und die haben ja ordentlich eine auf die Mütze bekommen. Dass es ein REIT ist, siehst du ja auch hier anhand der Funds for Operations. Und ordentlich eine auf die Mütze bekommen. Das siehst du hier, dass der Kursverlauf negativ ist. Das sehen wir auch gleich nochmal. Also die Aktie hat schon gekostet 95 US-Dollar. Momentan ist sie zu haben für 7,50 Dollar, also deutlich günstiger. Entsprechen die Dividendenrendite hier auf schlappe 40% angezogen, soll aber wieder sinken. Gucken wir uns erstmal die Dividendenrendite nochmal ein bisschen schöner an hier im Dividendenturbo. Dann siehst du die ganze Show. Machen wir mal die Dividende hier weg. Gab mal hier Sonderdividende. Im Prinzip relativ lange seitwärts gelaufen hier. Lag also Pi mal Daumen leicht unter 4% die meiste Zeit. Dann hier 5% die letzten Jahre seit 2017. Und hier den Sprung nach oben. Dann vermutlich angeblich eine Dividendenkürzung. Wäre dann immer noch eine Dividende von 30%. Ich meine, damit könnte man zur Not auch leben. Und dann wieder hier steigende Dividenden bis auf erneut 40% laut Prognosen. Ich habe euch gewarnt. Ja, gut. Und wenn du hier mal in die Bewertung reinguckst, da siehst du dann auch noch den ganzen Spaß, den Aktionäre bisher gehabt haben mit den Kursverlusten. Hier siehst du dann, wie es nochmal runter geht. Das war der Endkurs im Juli 2016 und dann hier auf 7,46. Hast eine Rendite gemacht von knapp minus 80%. Also, du hättest noch aus einem Euro quasi ungefähr aus einem Euro hättest du noch ungefähr 20 Cent, bisschen mehr. Trotz den Dividenden, die bezahlt worden sind, natürlich massive Kursverluste. Wenn wir jetzt mal rauszoomen, sehen wir aber hier in 2008, dass da der Aktienkurs sogar schon tiefer lag, nämlich bei 6 US-Dollar Ende März 2009. Und was ist daraufhin passiert? Die Aktie ist hier angestiegen und da hättest du eine Rendite gemacht von
1750%. Also wir haben hier einen Ten-Bagger sozusagen, ja, damit ich das Buzzword mal wieder hier in den Raum schmeißen kann. Wir haben hier einen Ten-Bagger vor uns, dieses Maserich. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn die Dividende nicht gekürzt wird, sondern stabil gehalten wird, hier ist es sogar gekürzt worden, aber es ging trotzdem bergauf. Also ich habe gesagt gehabt, wenn die Dividende stabil gehalten wird oder vielleicht noch weiter steigt, dann ist mit massiven Kurssprüngen, Kursgewinnen zu rechnen. In dem Fall siehst du, dass es sogar anders laufen kann, dass die Dividende sogar gekürzt werden kann. Die ist hier mal kurz gekürzt worden, dann kam hier noch eine Sonderdividende ins Spiel. Die machen es aber auch kompliziert. Und der Aktienkurs ist aber ganz schön abgegangen hier. Also innerhalb einer ganz kurzen Zeitspanne vom März 2009 bis gerade etwas als mehr als, also 26 Monate später, 2011, schon hier fast den Ten-Bagger gemacht. In etwas mehr als nur 2 Jahren. Und dann hier nochmal zugelegt und jetzt natürlich wieder eins draufgekriegt. Das ist mäßerig und der Einzelhandels-REIT. Und von diesen REITs gibt es dann noch mehrere. Wir haben noch Realty Income. Wir haben noch Tanger Factory Outlet Center. Die habe ich im Detail analysiert, in einer Einzelanalyse. Das verlinke ich am besten gleich hier auf YouTube. Ja. Und dann haben wir noch zum Beispiel die Simon Property Group. Und das sind alles Einzelhandel-REITs. Gibt vermutlich noch mehrere. Und die haben jetzt alle so ein ähnliches Profil. Das heißt, die haben alle hohe Dividendenrenditen momentan, weil eben die Kurse extrem unter die Räder gekommen sind. Und das sind eindeutige Corona-Opfer. Die sind schon etwas länger unter Druck. Das siehst du das auch hier, dass der Aktienkurs schon länger unter Druck ist, nicht erst seit Corona. Stationärer Einzelhandel ist halt unter Druck. Aber jetzt hier den letzten Stoß nochmal, den hat eben Corona gegeben. Das wären also die REITs. Da hätten wir Tanger Factory hier noch. Ich hatte es ja schon erwähnt. Mal gucken, wo wir andere noch haben. Simon Property Group beispielsweise. Gibt aber nur 15%. Ja. Also da musst du dann natürlich entsprechend bescheiden sein. Ach, hier haben wir Carnival. Über die habe ich auch eine Einzelanalyse gemacht. Auf die Kreuzfahrtschiffe, Kreuzfahrtindustrie gehe ich jetzt gar nicht explizit drauf ein. Die habe ich auch schon in einem Blogbeitrag erwähnt. Ich verlinke ja auch gerne das Video her zu Carnival. Dann gucken wir mal weiter. Wir hätten dann Occidental Petroleum, also die Buffett-Aktie quasi, die Warren Buffett gekauft hat. Was mir jetzt übrigens auch gerade auffällt, ist hier, ihr seht hier das Ranking. Das ist mein Ranking, das ist das Ranking Gewinnwachstum. Und ihr seht, dass hier die oberen Aktien nicht gerade glänzen in meinem Ranking. Occidental Petroleum kommt relativ gut weg. Können wir uns auch gerne gleich angucken, warum. Die Dividendenrendite bei 30%, schon deutlich weniger als die 40%, 30%. Occidental Petroleum habe ich in einem Blogbeitrag explizit erwähnt. Die decken die ganze Wertschöpfungskette im Bereich ab von Öl und Gas. Haben jetzt natürlich auch als Corona-Opfer und Opfer der nachlassenden Wirtschaftsnachfrage, deshalb sinkender Ölpreis, extrem stark gelitten. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Wir machen auch mal den Zoom raus. Und hier ist der Kurssturz. Wo waren das hoch? Bei 109 US-Dollar und momentan kostet sie 10 US-Dollar 50 ungefähr. Also extrem an Wert verloren. Ja? Extrem an Wert verloren. Weniger als 10% vom Hoch ist die Aktie jetzt noch wert. Interessant ist, wenn du mal hier die Punkte verbindest. Angenommen, du hättest die Aktie gekauft Ende 2000 und hättest sie bis heute behalten, dann wäre die Aktie jetzt, also hättest du jetzt Kursverluste, weil du hättest dir gekauft für 11 US-Dollar 64, du hättest aber trotzdem aufs Jahr eine durchschnittliche Rendite erzielt von 6,9% und wärst damit fast in line gewesen mit der allgemeinen Rendite, die du am Aktienmarkt erwarten kannst. Das Steuern vernachlässigen wir jetzt mal. Und es kommt halt allein durch die Dividenden zustande. Hier, du siehst, wie die Dividenden auch massiv erhöht worden sind. Und jetzt sollen sie aber gekürzt werden. Das heißt, die Dividende ist wohl nicht sicher. Gehen wir in den Dividendenturbo rein. Und dann siehst du hier die Dividende von den 30% hat nicht sehr lange Bestand, sondern ja 15% und dann auf 8% fallen.
Es sei denn, man heißt Warren Buffett und hat Vorzugsdividenden, dann kann man weiterhin brav die Hand aufhalten. Aber für uns heißt das hier dann massive Dividendenkürzungen erwartet. Natürlich wäre 15% immer noch ganz ordentlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Woher wollen denn Analysten wissen, wie der Ölpreis stehen wird in 2, 3 Jahren? Das heißt, hier ist also auch eine extreme Unsicherheit behaftet. Aber, naja, besser als wenn man gar nichts hat, dann kann man das wenigstens berücksichtigen, die Analystenprognosen. Und nicht vergessen, wir bewegen uns hier in extrem unsicheren Zeiten. Also so einen schnellen Wirtschaftseinbruch, so eine schnelle Verschlechterung, die gab es noch nie. Und das ist ein Sonderfall. Und dann tun wir uns hier auch noch mit Turnaround-Aktien beschäftigen. Also gerade mit denen, die sozusagen am spekulativsten sind. Und wenn man, da kann man sich ja, da ist es zu viel erwartet, mit Prognosen zu arbeiten, beziehungsweise den Anspruch zu haben, dass die Prognosen einen hohen Gültigkeitsanspruch haben. Das ist das Beste, was wir bekommen können hier. Aber das müssen wir uns halt bewusst sein, habe ich ja im Prinzip schon gesagt, oder ergibt sich daraus hohe Rendite, aber auch hohes Risiko, weil die Zukunft halt hochgradig ungewiss ist. Ja gut, dann hätten wir hier noch Macy's. Ach so, Occidental Petroleum. Da gibt es natürlich noch andere Aktien, die so hier reinfallen. Das wäre zum Beispiel hier Sogut Neftgas, die Aktie, also was Russisches in dem Fall, hätte 21,8% Dividende. Rendite, Apache hier, die haben 18% Dividendenrendite. Das sind also auch Unternehmen, die es analog Occidental Petroleum erwischt hat. Und dann hätten wir hier noch Macy's. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, was die machen. Also die sind offensichtlich im Einzelhandel. Ich glaube, die verkaufen Klamotten. Bei denen ist es entsprechend so ähnlich wie bei den REITs gelagert. Und wenn wir uns hier mal die Dividende ansehen, beziehungsweise die Dividendenrendite, dann siehst du auch hier diesen massiven Sprung im Dividendenturbo. Die waren vorher schon Hochdividendenwert mit und knapp 9% Dividendenrendite und jetzt bang auf 25%. Und die Dividenden sollen nicht gesenkt werden. Kann man mal kurz hier schauen, wie plausibel das für uns aussieht. Ich hoffe, wenn wir mal hier mal ein bisschen reinzoomen, dann könnte das tatsächlich so sein. Aber auch hier haben wir schon etwas länger rückläufige Umsätze und auch leicht rückläufige operative Margen. Ist also auch etwas problembehaftet hier, Macy's. Das heißt, auch hier nicht zwar nicht so deutlich, also bei weitem nicht so schlimm wie Tupperware, aber man sollte sich bewusst sein, dass es hier offensichtlich auch Probleme gibt, nicht erst seit Corona. Bei der Tom habe ich kurz erwähnt, dann hätten wir hier einen Versorger. Was habe ich noch mir aufgeschrieben? Ich habe mir noch aufgeschrieben eine andere REIT-Gattung und zwar hier mit EPR Properties. Die haben eine Dividendenrendite etwas weniger als 20%, 18,6%. Und das sind keine REITs im stationären Einzelhandel. Das sind im Prinzip ja, eine Art Hotels oder eigentlich haben die Freizeitparks, Theater, Skihotels, solche Dinge. Und da bleibt natürlich auch die Kunden weg, ganz klar. Es gibt noch andere REITs wie Pebblebrook Hotel Trust zum Beispiel. Die leiden ähnlich stark, haben eine etwas niedrigere Dividendenrendite. Und auch hier im Prinzip das Geschäft läuft soweit erstmal. Das ist keine Seitwärtsbewegung, aber vom Prinzip her läuft es erstmal oder ist es dann gar nicht so weit ganz gut gelaufen. Und jetzt natürlich auch hier gehen wir mal erst in den Dividendenturbo rein, dann sehen wir, wie auch hier die Dividende massiv anspringt. Noch keine Dividendenkürzung hier erstmal prognostiziert. Die Dividende, die lag so vorher im historischen Mittel mehr oder weniger bei 6%. Pi mal Daumen war auch relativ konstant. Ist noch nicht angestiegen. Das heißt, es war bis vor kurzem noch kein Problemkind gewesen. Und jetzt, zack, zieht die an. Das ist im Prinzip schon ein positiver Indikator. Wenn du sagst, die Dividendenrendite im Prinzip so konstant bleibt oder, und erst dann ansieht, anlässlich des Corona-Ausbruchs, ist es ein Indikator, dass dieses Unternehmen sehr stark von dem Corona-Ausbruch getroffen wurde und entsprechend auch, wenn die Krise überstanden ist, wieder entsprechend sich die Situation verbessern könnte, die wirtschaftliche Situation dann auch der
Aktienkurs. Gehen wir mal in die Bewertung rein, weil wir gerade Aktienkurs gesagt haben. Und dann siehst du hier beispielsweise, machen wir mal alles weg, dass der Aktienkurs erst mit Corona eingebrochen ist von 70 auf 24 US-Dollar. Die Aktie war auch schon mal teurer, hat schon über 80 US-Dollar gekostet. Und jetzt wirklich innerhalb von nur 2 Monaten dieser massive Kursabsturz, dieser Abverkauf. Das tut natürlich weh, wenn man die Aktie schon hat. Wenn man sie nicht hat, dann könnte man sich überlegen, ob man da vielleicht einsteigen möchte. Jetzt muss ich doch mal gucken. Hier machen wir eine Bewertung, würde ich sagen. Aber erst ab hier, weil hier ist die Finanzkrise, das ist ein negatives KGV. Das müssen wir jetzt mal angucken, wenn du das hier siehst. Der wird kein operativer Cashflow geschätzt in die Zukunft, aber der Funds for Operations ist auch wichtiger. Und dann sehen wir hier faire Werte um die 60 US-Dollar bzw. 70 US-Dollar für die, basierend auf der Dividendenrendite, ist dann natürlich ein massives Aufwärtspotenzial, was wir hier haben. Ja, gut. Was haben wir noch? Ja, das war es im Prinzip. Das waren so die. Ich habe jetzt die Aktien rausgepickt, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, da kann man Kategorien bilden. Und das ist so typisch. Ja, da kann man so Kategorien bilden. Und jetzt habe ich euch noch gesagt, eine Strategie, die man da fahren könnte, wenn man denn sein Geld, wenn man so ein bisschen gamblen möchte, dann könnte man sich die Kategorien rauspicken, die für einen interessant sind. Also ich würde mir jetzt nicht hier diese Sonderdividenden, die sind ja nicht interessant, rauspicken. Ich würde mir auch nicht die absoluten Problemkinder rauspicken, deren Geschäftsmodell schon länger irgendwo in der Krise ist, wie Tupperware. Aber jetzt zum Beispiel diese REITs oder diese Ölaktien, das wäre jetzt eine Kategorie, die man antizyklisch investieren könnte. Dann vielleicht nicht das Geld, und jetzt kommt's, also ja, es ist naheliegend, nicht das gesamte Geld auf eines dieser Unternehmen setzen, sondern das in der Branche etwas verteilen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf stationären Einzelhandel die REITs setzen würdest, dann holst du dir halt nicht nur diese Maserich, sondern setzt du dann dein Geld vielleicht, verteilst es auf Realty, auf Tanger, auf Simon Property Group und auf Maserich zum Beispiel auch. Und es ist ja jetzt das Schöne, ich gehe nochmal zurück auf die Aktie mit dem unbekannten Namen. Und wenn du jetzt hier anguckst, das ist ja im Prinzip das Tenbagger-Prinzip hier, was man hier anwenden kann. Und zwar, ich habe jetzt vier REITs aus dem stationären Einzelhandel genannt. Nimm an, drei davon gibt es nicht mehr, weil die pleite gehen. Ob das realistisch ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Drei davon gibt es nicht mehr, einer packt's und der Aktienkurs erholt sich von 6 auf 80 US-Dollar, so wie es bei der Finanzkrise war, ja, dann hast du Plus gemacht, weil du hast die drei Totalausfälle quasi überkompensiert mit diesem einen Kursgewinn. Ist natürlich etwas spekulativ, ich habe es ja eingangs gesagt, bisschen Unterhaltungskomponente ist in dem Video durchaus dabei. Ich habe ja im Rahmen dieser lockeren Börsencrash-Reihe auch schon andere Videos gemacht, wo ich ja gesagt habe, dass es nicht nur Turnaround-Aktien gibt, sondern dass es auch attraktive klassische Dividendenaktien gibt, die deutlich weniger spekulativ sind und dann auch so die ich als ewige Gewinner bezeichnet habe. Die Aktien, die im Prinzip seit vielen Jahren schon laufen, auch wenn sie keine Dividende ausschütten sollten, das sind natürlich Investments, die sind deutlich konservativer und die sind langfristig gesehen erfolgversprechend. Hier mit diesen Turnarounds, du siehst, what goes up must Calm down sozusagen und da ist es vielleicht so mit dem langfristigen Investieren nicht ganz so sicher wie mit den anderen Kategorien, wobei sicher in dieser Welt ist natürlich gar nichts, ist uns auch klar. Okay, ich hoffe, du hattest gute Unterhaltung, vielleicht hast du sogar ein bisschen was gelernt, dann darf ich noch mal mir den Spruch von Nils Kajowi leihen, pass auf dein Geld auf, wir sehen uns im nächsten Video, bis bald, ciao.